Servus, YD bei eurem SDA VA. Und heute geht's los mit MW3. Ihr seht schon auf der Map Village mit meiner Magazin-erweiterten ACR- und Herbsttarnung. Geht's nämlich los. Ich war heute einkaufen, habe den feuchtfröhlichen Apfel aka Splittergranate eingepackt. Und hätten wir das auch geklärt, dass wir den verschiedenen Ausrüstungsgegenständen einen Namen geben. Genau, und da kommen wir jetzt dazu, dass man hier schöne Burgs eingepackt hat. Natürlich wieder mal Plünderer, Kriegschwar und Starker. Ja, aber das merkt ihr bestimmt keiner, dass das eigentlich kein Starker ist, sondern Lagebericht. Egal, Drohne, Ballistikwesten und den ganzen Dataradatsch habe ich eingepackt. Und zwar habe ich nämlich vor, heute was ganz Spaßiges zu machen, so mit Hahaha und Hihihi. Eine Moab. Ja, kann man ja ruhig mal sagen. Also mit dem Schild bekomme ich das natürlich nicht hin. Deswegen heute mal nicht mit dem Schild in Gold, sondern der ACR. Muss man auch mal machen, ne? Man kann ja nicht immer so mit dem Schild rumrennen und die ganzen Leute umbumsen. Ja, kann man schon machen. Muss man aber nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, Stevie, heute machst du mal was anderes. Und so bin ich dann zu der Waffe gekommen. Um was es heute geht, ist natürlich so eine Sache. Und zwar geht es um die Wette, die ich mit Pink Panther abgeschlossen habe. Also nicht die erste Wette, die ich erfolgreich verloren habe. Das war nämlich Teil meines Plans. Das ist nämlich alles Marketing gewesen. Nee. Und zwar in der zweiten Wette geht es darum, dass ich ihn herausgefordert habe, dass er es nicht schafft, 17 von meinen Leuten, die ich mir rausgesucht habe, mit dem Befehl Pink Panther sagt zu töten. Also nur mit dem Befehl. Am Ende sozusagen müssen dann ja 5 Leute überleben. Und wenn sie das machen, innerhalb von den 30 Minuten, dann habe ich gewonnen. Und wenn dann am Ende nur noch einer steht, 2 oder 3 oder gar keiner, dann hat er gewonnen. Ja, was könnte man da Schönes als Wetteinsatz machen? Da habt ihr das Video, was ich hier oben habe. Also hier oben einblende. Da. Dort könnt ihr Kommentare drunter schreiben, was ich oder Pink Panther machen muss. Oder wie auch immer, wenn ja, die Wette verloren geht. Und zwar die Abstimmung an sich. Werdet auch nochmal sehen und hören vom Pink Panther in dem Originalvideo. Das wird auf meiner Facebook-Seite geschehen. Ob wir nur das davor machen, die Abstimmung, oder danach, das werden wir noch sehen. Das liegt nämlich noch in den Sternen. Mal schauen. Und zwar, um was es mir eigentlich geht, ich habe jetzt wieder mal um heißen Brei und um kalten Eimer drumherum geredet. Ich suche noch ein paar Leute. Also, ich habe ja eigentlich bis zum 22. Zeit, wie es in dem Wettvideo gesagt wurde, habe ich bis zum 22. Zeit 17 Leute zusammenzusuchen. Und ich war schon recht erfolgreich. Ich habe mal schon ein paar Elite-Kämpfer, sag ich jetzt mal, die sich bei Pink Panther sagt, auskennen, geholt. Aber ich muss euch sagen, ich bin noch nicht ganz durch damit. Also ihr habt noch eine Chance, da mitzumachen bei der ganzen Geschichte. Und da will ich euch jetzt einfach mal drauf hinweisen. Ihr könnt mich jetzt in dem Video, ihr könnt euch sozusagen, ja, wie soll ich sagen, dafür bewerben. Bewerben kann man sich dafür? Ja, kann man schon so sagen. Und worum genau ihr? Und ihr müsst euch auch wirklich, macht euch einen Gedanken mehr drüber, was ihr hinschreibt und nicht irgendein 0815 Radaradatsch, weil ich brauche die Elite. Ich möchte diese Scheißwette nicht verlieren. Diesmal ist Pink Panther dran mit Leiden. Ja? Also wenn ihr ihn leiden sehen wollt, dann ja, bewerbt euch einfach für diese ganze Geschichte. Ich habe noch die Hälfte an Platz frei in meinem Team. Sage ich ganz ehrlich. Und ja, wenn ihr dabei sein wollt, ihr wisst Bescheid, was ihr da zu machen habt. Und bevor ihr fragt, was ist Pink Panther sagt oder sowas, nee, nee, das will ich nie hören. Weil ihr müsst euch wirklich schon, ihr müsst das Spiel in- und auswendig kennen. Ja, ich sag's wirklich nochmal, ich brauche die Elite von Pink Panther sagt. Genau,
das war jetzt eigentlich meine Message, die ich hier überbringen wollte an euch. Und in diesem Sinne wollte ich sagen, habe ich meine Mob schon längst rausgehauen. Bin auch fast 5-mal verreckt. Aber meine Ballistikweste hat mir wieder mal mein Leben gerettet. Jawohl, unabhängig davon waren die Gegner hier auch scheiße grottenschlecht. Anders hätte ich die Mob gar nicht geschafft. Egal, das war es jetzt von mir. Die Invasoren wurden besiegt, ihr habt es gerade gehört. Ich bin raus. Und genau, ihr wisst, was zu tun ist. In diesem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal.